und meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Auftritt für dieses Parlament. Nationalpräsident Wolfgang Sobotka wird jetzt ein Statement geben über den abgelaufenen Hauptausschuss. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz kurz unterrichten über das Ergebnis des Hauptausschusses. Vorweg, der Herr Gesundheitsminister hat sehr klar dargelegt, warum dieser Verordnungsentwurf auch in den Hauptausschuss in dieser Umfänglichkeit kommt. Auch warum es jetzt notwendig ist, das zu tun aufgrund der Inzidenz, wenn es so weitergehen würde, ungeachtet, dann würde man schon in kurzer Zeit die Kapazitätsgrenzen auch unseres Gesundheitssystems erreichen und die Triage dann schlussendlich, also die Entscheidung, ob Ärzte, welchen Patienten auch immer sie nehmen, aus welchen Gründen auf die Intensivstation zu ihnen eine besondere Herausforderung wäre. Das heißt, diese Verordnung ist in dieser Form in ihrer Notwendigkeit erläutert worden. Die Verordnung ist in ihrer Verhältnismäßigkeit und auch in ihrer Richtigkeit erläutert worden. Sie ist deshalb im Hauptausschuss, weil das Covid-Maßnahmengesetz das so vorsieht, dass wenn es wirklich zu gravierenden Einschränkungen des täglichen Lebens kommt, wenn es zu Einschränkungen der persönlichen Freiheit und der Grundfreiheiten kommt, dass man auch das Parlament damit befasst. Das ist ein Beschluss, der erst vor kurzem gefasst wurde und der in seiner Richtigkeit sich heute mehr denn je unter Beweis gestellt hat. Denn das Parlament agiert natürlich auch in besonders herausfordernden Zeiten immer und ist immer zugegen, wie Sie das auch schon im März dieses Jahres gesehen haben. Und es ist für uns natürlich auch sehr, sehr erfreulich, dass alle Vorbereitungsmaßnahmen seitens der Parlamentsdirektion, auch seitens der einbringenden Ministerien wirklich hervorragend funktioniert haben und damit einmal mehr unter Beweis gestellt haben, dass wir auch in schwierigen Situationen, ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass jemals am 1. November eines Jahres eine spezielle Sitzung eines Ausschusses oder eines Plenums stattgefunden hätte. Es ist auch deshalb notwendig, diese Sitzung zu halten, um Regierungsfraktionen, um Oppositionsfraktionen gemeinsam zu befassen. Die rechtliche Basis, wie schon erwähnt, bietet das Covid-Maßnahmengesetz und es sind eine Reihe von Bestimmungen, die natürlich jetzt die ganze Zeit der Geltungsdauer in Bestimmung bleiben, das heißt bis zum 30. November dieses Jahres. Sie wird am 2. November um 0 Uhr in Kraft treten und einzelne Bestimmungen werden natürlich auch schon vorher außer Kraft treten. Ich darf Ihnen nur die wesentlichsten auch deutlich machen, warum es notwendig ist, auch den Hauptausschuss zu befassen. Das ist die Ausgangsregelung, eine der wesentlichsten Bestimmungen. Sie ist auch nur bis zum 12. November dieses Jahres in Kraft und kann allenfalls verlängert werden. Das heißt, das Verlassen des privaten Wohnbereiches und das Verweilen außerhalb des eigenen privaten Wohnbereiches von 20 Uhr bis 6 Uhr ist nicht gestattet, mit Ausnahme von 5 Ausnahmetatbeständen. Das heißt also eine wesentliche einschränkende Regelung und die muss natürlich auch durch die Gesamtheit des Parlaments getragen werden. Ein wesentlicher Punkt ist auch, warum man Parlamente damit befassen muss. Ja, Sie würden meinen, eine Verordnung wäre ja eigentlich nur das Recht des Ministers. Ja, das ist ein ganz ein wesentliches Recht des Ministers. Hier hat der Hauptausschuss auch nur sein Einvernehmen hergestellt und damit auch dieser Verordnung noch einmal eine besondere Bedeutung gegeben. Ein Betretungsverbot von Betriebsstätten. Das heißt, wenn wir ganze Gastronomieeinrichtungen, Tourismuseinrichtungen und auch das Konsumieren von Speisen und Getränken dementsprechend einschränken, dann ist das hier auch im Hauptausschuss in die Verordnung mit hereinzunehmen.
Genauso betrifft das natürlich auch die Veranstaltungen und betrifft auch einen sehr, sehr heiklen Bereich. Sie kennen den privaten Wohnbereich, wo ausgenommen ist das Veranstalten von Festen, auch in Scheunen, in Garagen und in Gärten. Und aus dieser ganz wesentlichen Maßnahme, die natürlich auch den privaten Bereich betrifft, wenn auch nicht den Wohnbereich, ist es gut und richtig, auch einen breiten Konsens dafür herzustellen. Und daher hat der Hauptausschuss heute tagen müssen. Es freut mich auch, dass wir die Verordnung schon hatten und dass der Sachverhalt dazu geliefert wurde und seit dem Nachmittag etwa 1000 Seiten an Unterlagen, die also die Richtigkeit, die Notwendigkeit und die Verhältnismäßigkeit auch dokumentieren, die schlussendlich ja in ihrer Wirksamkeit notwendig sind, um bei Anfechtungen, wie das ja geschehen ist, beim letzten Mal, wo man Bestimmungen durch den Verfassungsgericht außer Kraft gesetzt hat, weil ihm die Begründung nicht war in diesem Maße. Die war zwar inhaltlich in Ordnung, aber die Begründung nicht da und die ist hier in seinem ausreichenden Maße vorhanden. Sie können sich vorstellen, es war keine einfache Diskussion, es war eine ungeheuer sachliche Diskussion, auch eine sehr pointierte Situation. Es hat natürlich auch zum Ausdruck gebracht, dass diese Maßnahmen aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln beleuchtet wurden. Unzweifelhaft steht fest, dass uns das Virus, die Pandemie noch weiter begleiten wird. Sie alle kennen den Ausspruch der deutschen Bundeskanzlerin, das Virus sei eine demokratische Zumutung. Dem können wir nur nicht nur zustimmen und es unterstreichen, aber wir können alles dazu tun, trotz dieser außerordentlichen Bestimmungen alle demokratischen Rechte und parlamentarischen Rechte vollumfänglich auch einzusetzen. Es wird aber nur dann gelingen, wenn sich wirklich alle Beteiligten, alle Österreicher und Österreicher in diesem Sinne einbringen. Es ist nicht nur der Beschluss der Verordnung, es ist auch notwendig, im Geiste der Verordnung und auch des Gesetzes zu agieren. Und so darf ich alle Österreicher und Österreicher ganz dringend und herzlichst ersuchen, im Sinne des Schutzes der Bevölkerung und auch im Sinne eines funktionierenden und des Bewahrens unseres Gesundheitssystems, auch auf diese schwerwiegenden Eingriffe der persönlichen Freiheit und Grundrechte so zu reagieren, dass wir sie erfolgreich gestalten, dass die Zahlen der Infektionen zurückgehen, dass die Zahlen der hospitalisierten Personen zurückgehen und insbesondere die auf den Intensivstationen landen. Die Verordnung hat eine mehrheitliche Zustimmung erreicht mit den Stimmen der ÖVP, der Grünen, also der Regierungsparteien und der SPÖ. Es haben auch die NEOS angemerkt, dass sie wesentlichen Teilen der Verordnung zustimmen würden, wenn nicht ein, zwei Bestimmungen enthalten wären, die ihrer Seite nicht entsprechen würden. Die Freiheitliche Partei hat sehr klar bekannt, dass sie in den Grundzügen diese Verordnung ablehnt. Ich darf gleichzeitig anmerken, dass wir am Dienstag bereits wieder zusammenkommen werden in der Präsidialkonferenz, um für die nächsten Wochen auch uns vorzubereiten. Wir haben eine Sonderpräsidialkonferenz schon am Freitag einberufen. Es geht um den Sitzungsbetrieb in der Zukunft zu planen. Sie wissen, wir haben die Budgetfrage, den Beschluss des Budgets auf der Tagesordnung mit einem sehr ausladenden, über mehrere Tage gehenden Programm. Es geht darum, wie kann die Ausschussarbeit fortgeführt werden, auch im Untersuchungsausschuss, und welche Veranstaltungen oder welche Strukturen müssen wir hier ändern. Das, was für ganz Österreich gilt, werden wir, auch wenn es nominell nicht für das österreichische Parlament gilt, weil es ja als Legislativorgan ist, das höchste Organ ist, werden wir auch nach bestem Wissen und Gewissen in die Umsetzung bringen. Wir hoffen und wir sind uns sicher, dass wir damit einen positiven Beitrag
dazu leisten, auch wirklich nicht nur den Ernst der Lage zu erkennen, sondern auch alle Maßnahmen möglich zu machen, die zu einer Eindämmung dieser herausfordernden Situation letztendlich dienen, die, und das sei einmal mehr unterstrichen, Österreich nicht als eine Insel der Seligen darstellen lassen, wenn sie nach Deutschland, nach Frankreich, in die Schweiz, nach Italien, heute gerade blicken, nach Tschechien, nach Slowenien, nach Ungarn. Das heißt, es betrifft nicht nur unsere Nachbarn, es betrifft ganz Europa. Und hier sind wir sicherlich auch hier in einem guten Maße unterwegs, das auch in einer gemeinsamen Anstrengung auch der anderen Parlamente bestmöglich in die Eindämmung zu bringen. Vielen Dank, Herr Nationalratspräsident. Bitte, Matthias Westhoff. Herr Präsident, Sie haben erwähnt, dass tausende Seiten Begründung ans Parlament heute geliefert worden für die Verordnung. Niemand kann die wirklich gelesen haben vor dieser Abstimmung. Wünschen Sie sich da in Zukunft eine frühere Einbindung, zumindest was diese Grundlagen betrifft, auch wenn vielleicht ein Rechtstext noch nicht ganz vorliegt? Der Rechtstext ist das Entscheidende bei einer Verordnung, vor allem in die Wirksamkeit. Der Sachverhalt und das, was dahinter liegt, ist dann vor allem notwendig in der entscheidenden Frage, wenn es um eine Anfechtung vor den Höchstgerichten geht. Es ist natürlich auch für die Parlamentarier wichtig in der Argumentationsphase. Wir sind in einer Situation, dass wir einen ganz kurzen Zeitraum, aber man braucht hier auch das dementsprechende Verständnis, wenn so eine Verordnung so kurzfristig auch beschlossen wurde. Denken Sie nur, erst in der letzten Woche hatte man eine Verordnung ins Leben gerufen, die noch ganz andere Zahlenansätze hatte. Es ist ja nicht jede Verordnung Hauptausschuss zustimmungspflichtig, sondern viele Verordnungen basieren ganz einfach auf dem Wege aus der ministeriellen Seite heraus und sind von der ministeriellen Situation sofort in Geltung zu setzen. Das heißt, das ist ja eine besondere Verordnung, weil sie eben Freiheitsrechte einschränkt. Und da, denke ich, ist ein guter Weg. Die Verordnung ist da, wenn die Beschlussfassung da ist, sind die zusätzlichen Texte da. Dass es immer schneller sein könnte, ist gar keine Frage. Und der Minister hat ja auch angeboten, den Parlamentsparteien, gerade wenn es jetzt notwendig ist, das eine oder andere auch noch zu hinterleuchten und zu diskutieren, sich in den nächsten Tagen Zeit zu nehmen und mit ihnen das auch durchzugehen. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, wenn das nicht der Fall ist, bedanke ich mich sehr herzlich für Ihre Teilnahme und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend. Danke sehr. Ich bedanke mich auch bei Ihnen fürs Kommen zu so einer außergewöhnlichen Zeit, zu einem außergewöhnlichen Zeitpunkt. Herzlichen Dank und genießen Sie noch den Abend, so Sie nicht zubringen müssen, Ihre Berichte fertigzustellen. Dankeschön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Das ist das kurze Statement nach dem Hauptausschuss des Parlaments zur neuen Verordnung. Bitte, Frau Clubvorsitzende. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich habe es die letzten Tage, die ganze Woche wiederholt kommuniziert. Die Lage ist ernst, die Situation spitzt sich zu mit mehr als 9000 Neuinfektionen an Corona. Für mich und die SPÖ ist eines klar, dass die Bundesregierung hier eine ganz, ganz große Mitverantwortung hat für diese Entwicklung und für diese Situation, die eine sehr ernste ist. Auch wenn die Bundesregierung und auch der Minister heute wiederholt davon sprechen, dass die Entwicklung in anderen europäischen Ländern eine ähnliche ist, dann muss ich eines sagen, im April und im Mai dieses Jahres hatte Österreich die optimale Infektionssituation mit ganz niedrigen und wirklich sehr niedrigen Zahlen. Wir waren hier einer der besten in Europa. Wir hatten einen Riesenvorsprung erarbeitet durch einen erfolgreichen ersten Lockdown. Und ich muss sagen, dieser Vorsprung wäre zu erhalten gewesen.
der wäre zu erhalten gewesen und es war Verantwortung der Bundesregierung gewesen, genau diesen Vorsprung in den letzten 6 Monaten im Sommer und im Herbst nicht zu verspielen. Aber genau das ist passiert. Die Situation ist der Bundesregierung sozusagen entglitten und außer Kontrolle geraten. Durch unklare Kommunikation mit der Bevölkerung, durch unklare Kommunikation intern und natürlich auch durch versäumte Vorbereitungen in den vielfältigsten Bereichen, ich gehe darauf jetzt nicht ein, aber vor allem durch die fehlende Vorbereitung auf den heutigen Tag, auf den Worst Case, auf eine zweite Welle und einen möglichen zweiten Lockdown. Jeder Experte dieses Landes hat davor gewarnt, dass dieser zweite Lockdown wieder kommen kann. Es wäre Aufgabe gewesen, die letzten 8 Monate dafür zu nützen, ein Maßnahmenbündel, ein zielgenaues und wirksames Maßnahmenbündel zu erarbeiten für diesen Tag X. Es ist offenbar nicht erfolgt. Jetzt haben wir die Situation, die eine sehr bedrohliche ist, und die ersten Intensivstationen in Österreich stehen vor dem Kollaps. Der Kollaps droht im Bereich der intensivmedizinischen Versorgung. Und ich habe in den letzten Tagen viel auch persönlich mit Intensivmedizinern, Ärzten und Ärztinnen gesprochen und sie haben mir die Situation vor Ort geschildert. Ich nehme diese Warnungen natürlich sehr, sehr ernst. Ich möchte keine Situation in Österreich haben, wo Ärztinnen und Ärzte darüber entscheiden müssen, ob ein 68-jähriger Mann beatmet werden kann oder muss, anstatt einer 75-jährigen Frau. Darüber entscheiden muss, wer die besseren Überlebenschancen hat im Sinne eines Triage-Systems wie im Krieg. Das soll in Österreich niemals der Fall sein. Die Bundesregierung hat jetzt seit gestern quasi als Notbremse eine Verordnung mit Maßnahmen auf den Tisch gelegt. Spät aber doch hat die Bundesregierung sozusagen gehandelt. Ihr ist bewusst geworden, dass jetzt entschlossen gehandelt werden muss, damit die Gesundheitsversorgung nicht an die Wand gefahren wird. Diese Verordnung, die die Bundesregierung gestern vorgelegt hat, die enthält verschiedene Maßnahmen. Einige davon finde ich persönlich positiv, wie zum Beispiel die von mir lange geforderte Antigen-Schnellteststrategie für Pflegeheime zum besseren Schutz der Risikogruppen. Andere sehe ich skeptischer, wie zum Beispiel die Maßnahme der Ausgangssperre. Ja, hier in diesem Bereich, vor allem der Ausgangssperre, fehlt für mich vor allem eines, nämlich die sachliche Begründung. Ich kann Ihnen aber eines sagen, hier werden wir als SPÖ weitere Schritte setzen auf der parlamentarischen Ebene. Wir werden Anträge auch dazu einbringen, um mehr Transparenz zu bewirken, mehr Datentransparenz und um damit eines sicherzustellen, dass der Wirkungsnachweis von Maßnahmen, die im Bereich der Prävention gesetzt werden, auch ermöglicht wird. Dieser Wirkungsnachweis, den konnte die Bundesregierung bis heute zu keinen ihrer Maßnahmen erbringen und der wäre dringend notwendig, umso mehr, als es um hier Grund- und Freiheitsrechte beschränkende Maßnahmen geht. Ich kann Ihnen sagen, klar ist für mich, nichts zu tun ist kein gangbarer Weg. Nichts zu tun wäre falsch. Jetzt muss gehandelt werden. Es geht um Tage. Und deshalb nimmt die SPÖ ihre Verantwortung wahr und hat dieser Verordnung heute im Hauptausschuss zugestimmt. Vielen Dank. Ihre Fragen bitte. Bild bitte. Mit dem Mikro bitte. Zur Präzisierung, weil Sie gesagt haben, Sie werden gegen diese Ausgangsbeschränkungen noch weitere Maßnahmen ergreifen, wenn ich das richtig verstanden habe. An was denken Sie da? Nein, weil es mir fehlt im Bereich vor allem der Maßnahme der Ausgangsbeschränkung, ist da eine gute, nachvollziehbare sachliche Begründung, warum diese Maßnahme und nicht eine andere. Aus den zugeschickten 1000 Seiten der Bundesregierung ist das nicht ersichtlich und erkennbar. Und es ist dringend notwendig, dass diese Transparenz, diese Datenaufbereitung, um diesen Wirkungsnachweis zu erbringen, endlich hergestellt wird. Und wir werden dazu die Schritte setzen. Was wäre aus Sicht der SPÖ eine Alternative zu der Ausgangsbeschränkung? Ich kann Ihnen sagen, hier geht es darum, die Kontakte zu reduzieren. Das ist das wichtigste Ziel. Und die Frage ist,
Welche Maßnahmen sind am sinnvollsten, um das Infektionsrisiko in der Bevölkerung zu senken? Was es dazu braucht, ist eine Datenaufbereitung. Ich brauche wissenschaftliche die Infektionsdaten der letzten Wochen und Monate der AGES, um diese Schlussfolgerung zu machen. Nur dann kann ich eine zielgenaue, wirksame Maßnahme erarbeiten. Das ist wie in der Medizin, wenn Sie eine wirksame, zielgenaue Therapie für einen Patienten erstellen wollen, dann brauchen Sie genaue Befundergebnisse und Daten und Fakten der Untersuchungen, die Ihnen zu dieser Therapie dann verhelfen. Wenn Sie keine Untersuchung haben, keine Daten, keine Blutanalysen, keine Röntgenbilder, dann werden Sie auch keine treffsichere Therapie erstellen können. Und in diesem Blindflug ist die Bundesregierung derzeit unterwegs. Nachfragen. Für die Bundesregierung hat ja argumentiert, es geht vor allem um private Zusammenkünfte, um Feiern, um Partys. Sie wissen das besser als ich, Infektionen passieren im privaten Bereich, im Haushalt, das heißt, man kann es nicht mehr mit Contact Tracing nachvollziehen. Welche Alternative gäbe es zu der Ausgangsbeschränkung, um diese Partys, um diese Zusammenkünfte zu verhindern? Mir reicht es nicht, wenn ich mündliche Aussagen der Regierungsmitglieder hier habe zu bestimmten Infektionsrisiken in der Bevölkerung. Ich möchte eine solide Datenbasis haben, auf derer man entscheidet. Eine Entscheidungsgrundlage, die solide ist, eine Evidenz, die nachvollziehbar ist. Und die Infektionsdaten sind vorhanden, sie sind nur nicht transparent verfügbar. Und viele Expertinnen und Experten beklagen diesen Missstand. Und es wäre dringend notwendig, dass wir diese Transparenz herstellen, um diese Datengrundlage dann auch zur Erarbeitung von vernünftigen Maßnahmen, wie Sie sie jetzt zu Recht erfragen, zur Verfügung haben. Das ist derzeit nicht der Fall. Gibt es weitere Fragen? Zur fortgeschrittenen Zeit. Wenn nicht, dann danke fürs Warten. Danke. Und fürs Kommen. Ich schließe hier mit der Pressekonferenz. Schönen Abend. Schönen Abend. Ja, noch einmal einen schönen Nachmittag, meine Damen und Herren. Ja, es war dieser Hauptausschuss, hat uns jetzt nicht positiv überrascht. Es ist leider Gottes so gekommen, wie wir befürchtet haben. Sämtliche Fragen, die wir an den Gesundheitsminister gestellt haben, sind eigentlich unbeantwortet geblieben. Er hat eigentlich heute gezeigt, dass er sich weder auskennt im Gesundheitsbereich noch im rechtlichen Bereich und auch nicht im Bereich der Freiheits- und Grund- und Freiheitsrechte. All jene, die dieser Bundesregierung schon in den letzten Wochen nicht unbedingt vertraut haben, die sind jetzt bestätigt worden heute. Und alle anderen, die bisher vertraut haben, haben spätestens heute erkennen müssen, dass dieser Bundesminister in Wahrheit einen vollkommenen Blindflug hier produziert, keine wirklichen Daten und Fakten liefern kann, außer irgendwelchen auswendig gelernten Zahlen. Das ist nicht das, was vertrauensbildend ist, und das ist also das, was jetzt für uns die Bestätigung dessen ist, dass diese Bundesregierung in einem Blindflug arbeitet und eben nicht evidenzbasiert arbeitet. Und wir bleiben dabei, wir halten diese Maßnahmen mit derzeitigem Wissensstand jedenfalls für nicht verhältnismäßig. Verhalten Sie alle Maßnahmen für nicht verhältnismäßig oder gibt es auch etwas, was Sie gut finden? Naja, die Hauptmaßnahme, das sind die Ausgangsbeschränkungen, das ist sozusagen der Lockdown, wo er uns dann gesagt hat, es gibt keinen Lockdown, dennoch sollen die Leute 10 Stunden in der Nacht eingesperrt werden zu Hause. Wir halten das für völlig unverhältnismäßig, weil es ja auch keine Begründung geben kann, oder er hat auch keine Begründung geliefert, warum gerade von 8 bis 6 Uhr in der Früh. Der Verweis, dass es in Oberösterreich Garagenpartys gibt, ist da meines Erachtens ein bisschen zu wenig. Es gibt jetzt auch bei den
Unterlagen, gerade wenn man sich also diese Clusterbildungen anschaut, gibt es 0,9% von Clustern, die sich in der Gastro gebildet haben. Trotzdem wird die geschlossen. Er steht auch dazu, er bleibt auch dabei. Und gleichzeitig sollen die Leute eingesperrt werden. Das ist alles nicht griffig, das ist nicht greifbar für uns. Also wir verstehen nicht genau, warum müssen die Leute jetzt zu Hause eingesperrt werden. Es gibt auch keine wirkliche Begründung. Er konnte auch keine Daten und Fakten sagen, wie viele solche Partys, wo da jetzt sich tatsächlich Cluster gebildet haben. Also das ist offensichtlich auch nicht nachvollziehbar, weil ich sage es Ihnen auch ehrlich, wenn ich zu Hause eine private Party in meiner Garage, ich habe jetzt persönlich, aber wenn ich in meiner Garage eine Party habe, lade ich mir Leute ein. Ich weiß, wer dort war. Daher kann ich einen solchen Cluster meines Erachtens sehr, sehr rasch in Wahrheit umschreiben, mindestens so rasch wie in einer Gastronomie. Ich gebe bekannt, wer dort war. Also das gibt es aber alles nicht. Da liegen ihm keine Daten und keine Fakten vor. Es gibt keine Daten, Clusterbildungen auch von Privatpartys. Gut, okay, Dankeschön.